Herzlich willkommen zum nächsten Pressbriefing des Science Media Centers. Heute zum Thema oder zu den kommenden Impfstoffen oder zu den kommenden STIKO-Empfehlungen der bis zugelassenen Omikron-Impfstoffe oder jüngst zugelassenen Omikron-Impfstoffe. Mein Name ist Philipp Jakobs, ich bin hier Redakteur für Medizin und Lebenswissenschaften beim SMC. Vorweg direkt an alle Sie da draußen, vielleicht schon mal ganz kurz an die Journalisten, das kennen Sie, die vielen, die meisten kennen es schon. Ein Video und ein Transkript zu dieser Veranstaltung fertigen wir zeitnah an. Sie können das ein, zwei Tage später sich alles anschauen und nachlesen nochmal. Und wie immer auch an Sie da draußen, die Journalisten, die Fragen, die Sie gleich später sicherlich haben werden, bitte in das Fragetool bei Zoom hier stellen. Und unsere Kollegen sammeln das hier im Hintergrund und wir reichen die Fragen dann an die jeweiligen Experten weiter. Ich möchte heute direkt damit beginnen, die Experten noch einmal kurz vorzustellen, damit Sie auch hier wissen, wem wir hier gleich alles sprechen. Das ist einmal Herr Professor Christian Bogdan, Direktor des Mikrobiologischen Instituts der klinischen Mikrobiologie und Immunologie und Hygiene am Universitätsklinikum Erlangen sowie Mitglied der STIKO. Hallo, Herr Bogdan. Grüß Gott. Professor Dr. Christine Falk, Leiterin des Instituts für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sowie derzeit Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Hallo, Frau Falk. Hallo zusammen. Und Herr Professor Dr. Jörg Merpohl, Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin am Universitätsklinikum Freiburg und Direktor von Cochrane Deutschland sowie ebenfalls Mitglied der STIKO. Hallo, Herr Merpohl. Hallo zusammen. Hallo, vielen Dank. Vielleicht ganz kurz vorweg schon mal. Das Pressbriefing ist ja unter Sperrfrist gewesen. Für Sie da draußen auch nochmal, es stand in der Einladung drin. Das bitte auch nochmal beachten. Also wir haben die Sperrfrist momentan auf morgen 12 Uhr gelegt. Es kann sich daran eventuell um ein, zwei Stunden noch etwas ändern. Wir würden Ihnen dann aber zeitnah morgen sofort eine Mail zukommen lassen, wo wir dann auch sagen, dass die offizielle Pressemitteilung der STIKO dann draußen ist und ab dann fällt dann auch das Embargo. Also bis dahin bitte das Gesagte unter Sperrfrist behalten. Genau, und wir wollen heute eben reden über die Abwägungen oder die jüngsten Abwägungen der STIKO zur kommenden Impfempfehlung zu den jüngst zugelassenen Omikron-Impfstoffen. Es handelt sich ja hierbei um die angepassten bivalenten Vakzine der Firmen BioNTech, Pfizer und Moderna, die sich eben neben der Wuhan-Variante auch auf die Varianten BA1 und BA45 richten. Und ja, Herr Bogdan, ich würde jetzt gar nicht lange reden. Ich würde Ihnen gerne als STIKO-Mitglied erstmal das Wort gerne erteilen und mit der simplen Frage: Für wen sind die angepassten Impfstoffe zu empfehlen und was sind da die Gedanken der STIKO bis jetzt gewesen schon? Ja, vielleicht noch mal kurz vorweg ein paar Worte überhaupt zu diesen Impfstoffen, damit allen klar ist, worum es sich handelt. Also es sind sogenannte bivalente Impfstoffe, das heißt, sie beinhalten sowohl die herkömmliche auf dem Wildtypstamm basierende Sequenz der mRNA für das entsprechende Spike-Protein, also des Wuhan-Stamms, und daneben eben jetzt je nach Impfstoff die Sequenz von der BA1-Variante von Omikron beziehungsweise der BA45-Variante. Die Idee ist, dass man durch die Kombination dieser beiden Spike-Varianten mit dem entsprechenden mit der entsprechenden Wildvirussequenz eine Verbreiterung der Immunantwort erzielt. Also am Ende geht es letztlich darum, dass man jetzt, nachdem fast ein Dreivierteljahr Omikron durch die Bundesrepublik Deutschland gelaufen ist, auch die Möglichkeit hat, Menschen, die jetzt mit dem Virus zum Beispiel auch nicht in Kontakt waren, dagegen auch erfolgreich zu impfen. Natürlich kann man diesen Impfstoff auch für diejenigen anwenden, die bereits mit dem Virus Kontakt hatten oder die auch in der Vergangenheit jetzt schon dreimal geimpft worden sind. Also man muss sich vor Augen halten, dass durch die Kombination von dem Wildstamm mit dem Omikron-Stamm in jedem Fall natürlich auch die bereits existierende wildstammbasierte Antwort wiederum geboostert wird und eben darüber hinaus dann auch eine Immunantwort ausgelöst wird gegen BA1 bzw. BA45. Das Interessante ist, dass eine Immunisierung jetzt mit BA1 auch zu einer verbesserten Antikörperantwort gegen BA45 führt. Die ist zwar nicht so deutlich zu sehen wie gegenüber BA1, aber es gibt auch da eine gewisse Kreuzreaktivität. Der Impfstoff ist grundsätzlich zugelassen für alle Menschen, die eine Grundimmunisierung bekommen haben. Also so ist die offizielle Zulassungsformulierung. Das heißt, jemand, der jetzt zweimal mit mRNA-Impfstoff zweimal grundimmunisiert wurde, könnte jetzt dann zur Boosterimpfung bereits den adaptierten Impfstoff bekommen. Natürlich kann dieser adaptierte Impfstoff auch benutzt werden für die zweite Auffrischimpfung, also für die insgesamt vierte Impfung. Und er könnte theoretisch und praktisch auch benutzt werden für weitere Auffrischimpfungen, zum Beispiel bei Patienten mit Immunsuppression, wo die STIKO ja schon vor geraumer Zeit
mehrfach sich geäußert hat, dass bei diesen Menschen aufgrund der entsprechenden Beeinträchtigung der Immunantwort es natürlich sein kann, dass man mehrfach impfen muss, um einen einigermaßen vernünftigen Antikörperspiegel zum Beispiel zu erzielen. Grundsätzlich zugelassen sind die Impfstoffe ab dem 12. Lebensjahr. Die STIKO hat sich jetzt in dem vorliegenden Beschluss entschieden, dass wir eine vorzugsweise Anwendung dieser Impfstoffe ausgesprochen haben. Das heißt jetzt nicht, dass die bisherigen Impfstoffe nicht mehr benutzt werden können. Die können natürlich weiterhin benutzt werden. Und man kann natürlich auch Konstellationen sich vorstellen, wo jemand dann sagt, gut, ich lasse mich jetzt nochmal mit dem herkömmlichen Impfstoff impfen. Also die sind jetzt nicht irgendwie verbannt und sind auch alles andere als schlecht. Man muss betonen, dass alle vorhandenen Impfstoffe, auch die bisherigen, die nicht auf Omikron adaptiert sind, dass die natürlich nach wie vor auch sehr, sehr gut vor schweren Infektionsverläufen, auch mit Omikron übrigens, schützen. Ja, wir haben also kein Problem, dass jetzt Menschen, die jetzt bisher an der Omikron-Infektion erkrankt waren und geimpft waren, dass die jetzt irgendwie mit schweren Infektionszeichen oder gar auf die Intensivstation gekommen sind. Also das heißt, alle vorhandenen Impfstoffe schützen sehr gut vor schwerer Erkrankung, Hospitalisierung und Tod. Worum es uns eigentlich geht, ist, dass wir uns quasi auch aufstellen für eventuelle zukünftig auftretende weitere Varianten der Omikron-Mutante. Da könnte man annehmen, aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen in die Zukunft gedacht, dass eine Benutzung dieser bivalenten Impfstoff in dieser Hinsicht dann auch noch einen Vorteil hat gegenüber dem reinen monovalenten, Wildtyp-basierten Impfstoff. Alles in allem beruht diese Empfehlung in erster Linie auf Immunogenitätsdaten. Das liegt unter anderem auch daran, dass in der Zeit, wo jetzt zum Beispiel für die BA1 adaptierten bivalenten Impfstoffe klinische Untersuchungen durchgeführt worden sind, die Zahl der Fälle, die in diesem Zeitraum aufgetreten sind, sehr begrenzt waren. Das heißt, wir können keine Aussagen treffen, ob die Benutzung dieser bivalenten Impfstoffe tatsächlich nochmal zu einer Verbesserung der klinischen Wirksamkeit im Sinne der Verhinderung von jedweden Infektionen oder auch von leichten Infektionen oder symptomatischen Infektionen jeglicher Schwere führt. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass die Untersuchungsbeobachtungsdauer zu kurz ist und die Zahl der Fälle, die in der Zeit aufgetreten ist, zu gering ist. Auf der anderen Seite muss man betonen, dass das Vorliegen jetzt von Antikörperdaten, die zumindest alle in die richtige Richtung gehen, das heißt also, dass also in jedem Fall eine Verbesserung der Immunantwort auf Antikörperbasis zu sehen ist, die nicht jetzt in jedem Fall vielleicht eine sehr dramatische Erhöhung ist, aber es ist in jedem Fall so, dass mehr Antikörper gemacht werden. Und wir wissen natürlich schon, dass die Präsenz von Antikörpern eine wichtige Abwehr Komponente darstellen gegenüber dem Virus. Und insofern ist es legitim natürlich anzunehmen, dass mit der verbesserten Antikörperantwort auch zumindest kein schlechterer, sondern auch ein besserer Schutz einhergeht. Aber dazu gibt es bisher jetzt keine klinischen Beweise. Vielleicht noch der letzte Punkt, was die Aspekte jetzt anbetrifft von dem BA45 adaptierten Impfstoff. Da ist es in der Tat so, dass wir noch keine Humandaten haben, sondern die beruhen jetzt primär mal auf Mausexperimenten. Was wurde da in der Maus gemacht? Da wurde natürlich geschaut, ob eben in Analogie zu den bisherigen Impfstoffen, also Wildtyp-Impfstoff, entsprechende Antikörperantworten ausgelöst werden, ob diese Antikörper dann auch in der Lage sind, die Variante BA45 zu neutralisieren. Das war der Fall. Und unter dem Aspekt diente im Prinzip eigentlich die Mausstudie dazu, zu zeigen, dass auch diese BA45-adaptierten Impfstoffe immunogen sind. Es gibt keinen Grund jetzt zur Annahme, dass sie jetzt nicht bei Menschen auch immunogen wären, aber das ist sicherlich ein Schwachpunkt. Und da sind wir jetzt auch von Seiten der STIKO natürlich nicht besonders glücklich, dass hier die entsprechenden Humandaten noch nicht vorliegen. Und für uns ist auch ein bisschen schwer nachvollziehbar, warum die noch nicht da sind. Alles klar, vielen Dank, Herr Bogdan, dafür schon mal. Erlauben Sie mir vielleicht schon mal einmal eine kurze Nachfrage. Sie haben jetzt die ab 12-Jährigen oder ab 12 Jahre schon mal erwähnt. Wie können wir vielleicht einen Blick auf die unter 12-Jährigen vielleicht auch mal in diesem Herbst werfen? Also wenn wir vielleicht auf die BA45-Impfstoffvariante und die BA1-Variante gucken, inwiefern ist das der Rede wert oder gab es da schon Überlegungen zu? Na ja, gut, wir haben ja bereits vor, also in etlichen unserer Aktualisierung von der STIKO-Impfempfehlung immer darauf hingewiesen, dass auch natürlich Menschen unter dem 12. Lebensjahr im Falle des Falles geimpft werden können. Das hängt aber dann primär damit zusammen, um wen es sich handelt. Also zum Beispiel jetzt
Kinder, die jetzt aufgrund einer Grunderkrankung oder aufgrund einer Immundefizienz besonders gefährdet sind, die können auch schon unter 12 Jahren geimpft werden. Das haben wir in der entsprechenden Empfehlung für immundefiziente Personen auch genannt. Das steht jetzt auch in dieser Empfehlung auch nochmal drin. Auf der anderen Seite muss man natürlich jetzt auch mal ganz klar betonen, wie denn so die Größenordnungsverhältnisse sind im Hinblick auf schwere Erkrankung, Hospitalisierung und Tod. Und da ist es unverändert natürlich bei Omikron noch viel mehr als bei allen anderen Varianten vorher so, dass Kinder davon wirklich sehr, sehr wenig oder gar nicht betroffen sind. Der zweite Aspekt, der jetzt in dem ganzen Kontext auch nochmal wichtig ist, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr erlebt, wo die verschiedenen Varianten von Omikron, vor allem BA1 und jetzt dann eben BA5 durch die Bevölkerung gelaufen sind. Es liegen Sentinel-Studien vor zur Seroprävalenz von Antikörpern in der bundesrepublikanischen Bevölkerung. Liegt in der Größenordnung von 95%, entweder bedingt durch Infektion und oder Impfung. Ohne dass man daraus jetzt unmittelbar ableiten kann, dass da jeder geschützt wäre. Nur Fakt ist natürlich, dass wir allein seit dem Auftreten von Omikron bis jetzt zum heutigen Zeitpunkt nochmal irgendwie 26 Millionen Infektionen registriert haben. Die Zahl können Sie getrost mal 2 nehmen, weil schon längst nicht mehr jede Infektion registriert wird. Sodass natürlich auch in der Altersgruppe der Kinder, die aber ohnehin eben am wenigsten gefährdet ist, mit einer hohen Kontaktrate oder von einer hohen Kontaktrate mit dem Omikron, mit der Omikron-Variante auszugehen ist. Also insofern sind wir da jetzt nicht besonders traurig, dass da jetzt noch keine Zulassung existiert. Ja? Und ich persönlich und auch die STIKO sieht da jetzt auch kein Defizit unter den genannten Aspekten. Alles klar, vielen Dank, Herr Bogdan. Frau Falk, ich würde Sie gerne schon mal direkt einbinden. Und zwar wäre meine Frage so ein bisschen in die Richtung, wir haben jetzt einen BA1-Impfstoff und wir haben jetzt einen BA4-5-Impfstoff. Und die Frage ist so ein bisschen, macht es überhaupt Sinn, dass wir jetzt 2 haben? Also für wen, also wer sollte sich jetzt mit welchem Impfstoff wie impfen? Also wann macht es Sinn, einen BA1-Impfstoff zum Beispiel den BA4-5 vorzuziehen oder andersrum? Also vielleicht können Sie da so eine kleine immunologische Einordnung mal geben, wann was überhaupt Sinn macht. Vielleicht für nicht nachweislich Infizierte, aber Geimpfte, macht da vielleicht BA1 mehr Sinn? Also könnten Sie da vielleicht irgendwie mal erzählen, was jetzt welcher Impfstoff eigentlich wie kann? Ja, sehr gerne. Das kann man aus immunologischer Sicht ganz gut erklären, weil wie Christian Bogdan gerade gesagt hat, eben die klinischen Daten zu dem klinischen Effekt der BA4-5-Impfung eben leider noch nicht vorliegen. Deswegen kann man vielleicht die Immunologie nutzen, um nochmal zu erklären, warum man durchaus davon ausgehen kann, dass da auch eine bessere Antikörperantwort mit neuen Antikörpern gegen BA4 und 5 entsteht. Einmal ist noch zu erwähnen, für wen ist eigentlich die 4. Impfung sinnvoll? Da gibt es ja auch eine STIKO-Empfehlung, die nach wie vor steht, unabhängig von der Frage, welcher Impfstoff, nämlich Menschen über 60 Jahren, Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem, also die klassischen Immunsupprimierten und auch Menschen, die ein hohes Expositionsrisiko haben, zum Beispiel eben im biomedizinischen oder im Pflegebereich. Da ist es so, dass man sagen würde, für die 4. Impfung, also die 2. Auffrischimpfung, ist es dann durchaus auch sinnvoll, sich mit den angepassten Impfstoffen zu beschäftigen, wie Christian Bogdan es ausgeführt hat, weil der große Sprung in der Veränderung dieser Spike-Sequenz vom Wildtyp zu BA1 erfolgt genau in dieser Entwicklung. Da haben sich nämlich von diesen 1273 Perlenketten, die da in diesem Spike-Protein aneinandergereiht sind und diese schöne Form basteln, die das Spike-Protein ausmacht, genau 30 verändert von der Wildtyp-Variante zu BA1. Und von BA1 dann weiter sozusagen entwickelt in Richtung BA1. BA4-5 sind es nochmal 3 ganze mehr. Das heißt, diese große Veränderung auch in der Frage, welche Antikörper bilden wir auf diese veränderte Spike-Struktur des Omikron-Variantenvirus, ist natürlich der Sprung dann zu BA1-2 der große, sodass da gezeigt wurde, dass tatsächlich neue Antikörper entstehen, die auch zeigen, wie gut das Immunsystem sogar diese Varianten unterscheiden kann. Und dann weitergeführt zu BA4-5 sind es eben nur relativ geringfügige Veränderungen, sodass man schon sagen kann, dass wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dann unter dieser Gruppe, die gerade so genannt wurde, eine 4. Impfung zu bekommen, dann macht es natürlich schon Sinn, auch die BA1-2 angepasste Bivalente, also die Mischung aus Originalsequenz und BA1-2 zu bekommen, weil da eben auch gezeigt wurde, dass es wirklich neue Antikörper auslöst, die dann noch ein bisschen besser passen und sich ja noch immer besser
verbessern, an die Struktur anpassen können. Und die BA45 wäre dann sozusagen nochmal ein Stückchen weiterentwickelt. Aber der große Sprung ist eigentlich zwischen Wildtyp und BA12, kann man vielleicht so ein bisschen immunologisch erklären, warum die auch ihre Wertigkeit haben, zumal die Studienlage da auch besser ist. Vielen Dank. Ich hoffe, das geht mit dem Husten. Vielleicht direkt als Nachfrage dazu, die Impfstoffe, oder heute wissen wir ja, dass die Impfstoffe nicht sonderlich lange gegen Infektionen schützen. Das war vielleicht am Anfang mal anders erhofft, vermutet, ich weiß es nicht genau. Die Frage ist jetzt ein bisschen, reicht jetzt eine Impfempfehlung in dieser Hinsicht aus, um die Virusbelastung im Herbst und Winter effektiv zu mindern? Oder müssen wir da eigentlich schon wieder eventuell an Maßnahmen denken, wenn wir den Infektionsschutzgedanken im Kopf haben? Also wie Christian Bock dann gerade gesagt hat, die Grundforderung an die Impfstoffe ist ja, einen schweren Verlauf zu verhindern, und das können auch die Wildtypstoffe. Deshalb, weil wir sehr viele Mechanismen haben, Antikörper, die nicht neutralisierend sind, aber trotzdem Immunfunktion haben, dass sie Fresszellen aktivieren. Wir haben die T-Zellen, die Gott sei Dank gegen Bereiche gerichtet sind, wo sich das Spike gar nicht geändert hat bis jetzt, toi toi toi, sodass wir die T-Zellantwort immer noch als sehr wichtige Abwehrlinie haben, die verhindert, dass das Virus im Körper Schaden anrichten kann. Was die Infektion angeht, da brauchen wir ja diese sogenannte mukosale oder Schleimhautimmunität. Das heißt, wir können nicht für jeden sagen, wie lange im Nasenrachenraum sich die Antikörper in den Schleimhäuten so gut anreichern, dass sie verhindern, dass man sich überhaupt ansteckt, weil sie das Virus quasi wie Abfangjäger schon neutralisieren, bevor sie überhaupt in die Zelle rein können. Und das kann man eben nicht wirklich gut vorhersagen, welche Menschen dann lange oder länger anhaltend einen guten Schutz vor Infektionen haben. Und diese Nichtvorhersagbarkeit bedingt auch, dass man nicht gut vorhersagen kann, wie viel diese Impfwirkung jetzt dann auch Auswirkung hat auf die Ausbreitung des Virus, weil man es nicht gut beziffern kann, weil es die Zahlen dazu nicht gibt. Auch weil es halt eine sehr individuelle Immunreaktion ist und man eben nicht für jeden gleichermaßen sagen kann, wie gut dieser Schutz im Nasenrachenraum ist. Super, vielen Dank. Herr Merpohl, ich würde jetzt gerne zu Ihnen schon mal rübergehen. Und zwar, es geht nochmal um das Thema klinische Daten. Wir haben es gerade von Herrn Bogdan gehört. Gerade bei diesen BA45-Impfstoffen war es ja oft diese eine besagte Mausstudie, die man immer gehört hat, die so ein bisschen die Grundlage für letztlich eine Zulassung und auch eine Impfempfehlung gegeben hat. Ich glaube, mittlerweile gibt es ein bisschen mehr. Aber es war immer am Anfang diese Mausstudie. Und das klingt natürlich für jeden Laien immer einfach so ein bisschen dünn. Und da wäre meine Frage einfach dazu, was haben wir heute für die Impfstoffe, die wir jetzt zugelassen haben, oder für die Empfehlung, die wir aussprechen, welche Evidenz haben wir dafür letzten Endes und wie stark oder wie dünn darf die eigentlich sein in der jetzigen Zeit? Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht mal so antworten. Es ist so natürlich, dass wir als STIKO gefordert sind und das auch so verstehen, dass wir uns äußern sollen, wenn wir eine wichtige Frage haben. Das ist jetzt eine aktuelle wichtige Frage. Und wir können uns leider nicht aussuchen, Herr Bogdan hat es auch schon angesprochen, welche Evidenz wir zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung haben. Ich glaube, es ist selbstverständlich, und Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass das nicht das ist, was wir uns wünschen würden. Wenn das eine neue Impfung wäre, ein neuer Virus, dann würden wir auf dieser Basis sicherlich keine Empfehlung aussprechen, nur auf dieser Basis einer Tierstudie. Hier ist die Situation allerdings ein bisschen andere, und das macht es nicht leichter, aber damit müssen wir uns als STIKO eben auseinandersetzen. Wir haben verschiedene, ich nenne es jetzt mal Evidenzkörper, die wir irgendwo zusammenführen müssen und miteinander verknüpfen müssen. Und Herr Bogdan hat es gesagt, wir wissen einiges sowohl von den Zulassungsstudien wie auch von den Postmarketingstudien zu den klassischen Impfstoffen. Da haben wir mittlerweile sehr, sehr viel Erfahrung und können die Wirksamkeit sehr, sehr gut einschätzen. Dann haben wir Daten im Menschen zu den angepassten Impfstoffen BA1, was uns über das Immunobridging sozusagen ein weiteres Puzzlestein liefert, wie hier die Wirksamkeit potenziell einzuschätzen ist. Und für die 4-5 angepassten Impfstoffe haben wir jetzt noch die Daten in der Maus. Wenn Sie mich als EBM-Puristen fragen, würde ich natürlich sagen, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja, das ist nicht das, was ich mir wünsche. Aber ich hatte schon einführend gesagt, wir können uns in die Welt nicht so malen, wie wir sie gerne hätten, sondern müssen mit dem leben, was wir haben. Trotzdem wäre es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass wir hier nochmal festhalten,
dass das kein Dauerzustand sein kann. Das ist nicht befriedigend. Weder für diese einzelne Impfempfehlung sollte das kein Dauerzustand sein, noch, und das wäre mir noch ein größeres Anliegen für die Zukunft, wir sollten natürlich nicht jetzt in eine Gefahr laufen oder eine Situation reinlaufen, wo neue Impfstoffe grundsätzlich nur noch mit einem solchen Modell entwickelt werden. Wir verknüpfen hier ein bisschen was und dann kommt noch ein bisschen was da und hier haben wir mal was an Grippe gelernt und hier wissen wir was von der Rotavirusinfektion und alles zusammen passt das dann schon. Das wäre sicherlich keine glückliche Situation. Jetzt haben Sie die Grippe eben gerade schon mal kurz erwähnt. Da würde ich vielleicht einmal ganz schnell nachhaken. Bei der Grippe ist es ja jedes Jahr eigentlich auch so, dass wir eigentlich auch keine groß angelegten klinischen Studien haben zu jedem neuen Variantenimpfstoff. Heißt das, man passt sich jetzt gerade coronatechnisch schon so ein bisschen da an oder ist das irgendwie... Ja, also Herr Bogdan überblickt das sicherlich besser und Frau Falk, wie das sich mit der Grippeimpfung entwickelt hat. Von meinem Verständnis her, ja, es geht in diese Richtung. Im Moment, dass wir verschiedene Puzzlesteine miteinander verknüpfen müssen und darauf sozusagen dann über Analogieschlüsse eine Empfehlung ableiten. Ich glaube, hier ist aber besonders, dass wir weniger Erfahrung natürlich mit den SARS-CoV-2-Viren haben und auch mit der mRNA-Plattform, auf der das im Moment basiert, sodass im Prinzip da sicherlich noch ein bisschen sag mal, Erfahrung und Vorsicht vonnöten ist. Herr Bogdan, Sie zuckten gerade kurz. Ich glaube, Sie wollten auch noch mal... Ja, also im Endeffekt, der Vergleich mit Influenza ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Influenza ist sicherlich ein Virus, was nochmal wesentlich variabler ist als SARS-CoV-2. Das Zweite, was man sich vor Augen halten muss, ist, bei SARS-CoV-2 arbeiten wir, was jetzt die mRNA-Impfstoffe anbetrifft oder auch den Proteinimpfstoff, den wir mittlerweile ja auch haben, mit einem sehr definierten Antigen. Ja. Das heißt also letztlich mit einem einzigen Antigen, nämlich diesem Stachelprotein oder Spike-Protein. Bei der großen Majorität der Influenza-Impfstoffe, da handelt es sich um Totimpfstoffe, die aus Fragmenten des ganzen Virus, um das mal vereinfacht auszudrücken, bestehen, wo also die Variabilität sicherlich schon mal wesentlich größer ist, die man gegebenenfalls durch Zulassung jetzt von einem neuen Influenza-Impfstoff hat. Das heißt, im Endeffekt müsste man eigentlich vielleicht bei der Influenza sogar etwas unruhiger sein als bei den Spike-basierten Impfstoffen im Hinblick auf das, was gegebenenfalls eben übertragbar ist oder nicht übertragbar ist von vorangegangenen Wissen. Ja. Und trotzdem ist es natürlich so, um jetzt bei der Influenza nochmal kurz zu bleiben, es gibt überhaupt keine Möglichkeit über quasi die Detektion jetzt von neuen Influenza-Virus-Varianten hinaus vor der entsprechenden Anwendung oder Zulassung und Anwendung dieser Impfstoffe dann auch noch erstmal klinische Wirksamkeits- oder gar Effektivitätsstudien im weiteren, engeren Sinn des Wortes durchzuführen. Und da basiert natürlich dann die Zulassung auf der langjährigen Erfahrung. Ja. Und bei den mRNA-Impfstoffen jetzt, im Hinblick eben auf die Plattform, klar, da haben wir eine deutlich jüngere Historie. Und insofern sind wir da natürlich schon noch auf dieser Ebene, dass wir möglichst viele Erkenntnisse und Daten natürlich haben möchten im Falle des Falles. Jetzt bei BA45, da haben wir in der Tat halt jetzt eine Situation, wo wir diesen Kompromiss auch schließen mussten und ich denke, insgesamt, wenn man jetzt alles zusammennimmt, auch eben die sehr umfangreiche Erfahrung mit den wildvirusbasierten Impfstoffen, laufen wir da jetzt nicht in ein Problem hinein. Also es gibt ja keinen anderen Impfstoff, das muss man jetzt auch mal betonen, der in so hoher Anzahl, in so kurzer Zeit verimpft wurde, wie die SARS-CoV-2-Impfstoffe. Ja. Und es gibt auch nach meiner Kenntnis keinen anderen Impfstoff, wo in so kurzer Zeit so viele wissenschaftliche Arbeiten auch zu den Impfstoffen in ihrer Wirksamkeit, auch ihren vielleicht Nebenwirkungen publiziert worden sind. Ja. Das heißt, wir haben auch aufgrund der Technologien, die wir jetzt heute anwenden können, wesentlich mehr Erkenntnisse über diese Impfstoffe, als wir für den einen oder anderen Impfstoff haben, den wir seit Jahrzehnten benutzen. Das darf man eigentlich aber das muss man auch mal betonen, ja, dass natürlich vieles in der medizinischen Historie ist quasi gewachsen, allein durch Anwendung, ohne dass man da jetzt in molekulare Analysen in der Vergangenheit hätte einsteigen können, aufgrund der nicht vorhandenen Technologien. Und nachträglich hat es auch niemand mehr interessiert. Ja. Das heißt also, unter dem Aspekt haben wir schon eine sehr gute Ausgangssituation. Aber ich sage nochmal,
für uns jetzt in der STIKO. Und auch wenn man jetzt einfach mal die Zeitläufe da anschaut, seit wann Omikron unterwegs ist, das sind jetzt 9 Monate, da hätten wir uns schon seitens der Hersteller, gerade was den BA45 adaptierten Impfstoff anbetrifft, aber auch den B1 adaptierten, hätten wir uns mehr gewünscht. Ja, vielen Dank, Herr Bogdan. Ich habe an Sie direkt schon vielleicht eine kleine Nachfrage, die jetzt gerade schon von den Journalisten kam und einfach vielleicht nochmal zur Klarstellung von Ihrer, was Sie eben am Anfang zu der Impfempfehlung schon mal gesagt haben. Und die Frage war einfach, bleibt es also bei der bisherigen Altersgrenze für die Empfehlung zur Viertimpfung? Das war einfach nochmal als konkret Nachfrage gestellt. Ja, wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit die Altersgrenze von 70 auf 60 reduziert und an dieser Altersgrenze ändern wir jetzt gar nichts. Es gibt auch überhaupt keinen Anlass, ja. Und ich denke mal auch unter dem Aspekt, das, was wir am Anfang gesagt hatten, also was ist eigentlich das primäre Impfziel und die Impfindikation, da hat sich jetzt auch nichts verschoben. Ja? Also es geht nach wie vor und primär um die Verhinderung von schweren Infektionen, Hospitalisierung und Tod. Und dieses Impfziel erreichen wir mit der jetzt gesetzten Altersgrenze, jetzt gültigen Altersgrenze. Das heißt, durch die Zulassung der adaptierten Impfstoffe ändert sich daran gar nichts. Okay, vielen Dank. Frau Falk, an Sie kam eben auch nochmal die Nachfrage nach der Erklärung, dass Impfungen ja eh nicht lange vor Infektion schützen. Und die Frage war, heißt das, für gesunde unter 60-Jährige wird die Impfung im Herbst eher nicht empfohlen oder ist es eher unpassend? Also man würde auf gar keinen Fall sagen, nicht empfohlen, aber die Empfehlung ist für die über 60-Jährigen und die Immunsupprimierten und eben die Menschen, die deutlich höheres Expositionsrisiko, also Kontaktrisiko haben. Christian Bogdan hat vorhin einen ganz wichtigen Aspekt genannt. Wenn wir überlegen, wie viele Menschen sich seit wir Omikron seit November, Dezember in Deutschland haben, angesteckt haben mit einer der Omikron-Varianten, mit diesen 26 Millionen möglicherweise mal zwei, dann ist es eine große Bevölkerungszahl, die sich schon über diese mukosale Schiene angesteckt hat, weil das Virus fliegt nach wie vor über den Nasenrachenraum in diesen Körper hinein und infiziert dann, wird aber sehr gut durch die vorbestehende Impfwirkung, vor allem wenn man 3 Impfungen hatte, in Schach gehalten. Was aber passiert bei den Leuten, die sich dann angesteckt haben, ist, das kann man sehr gut messen, das haben wir auch gemacht bei uns, aber es gibt sehr viele Publikationen dazu, ist, dass wirklich das Nasenrachenimmunsystem, diese mukosale Immunität anspringt und die Menschen, die sich angesteckt haben, nochmal eine verbesserte mukosale Immunität haben, das heißt dann besser geschützt sind. Die hält auch relativ lange an, soweit die Publikationen gehen, schon deutlich länger als diese 3 Monate, möglicherweise 6 Monate. Das ist aber individuell sehr unterschiedlich, aber das baut sozusagen nochmal eine zusätzliche Immunschutzfunktion in der Bevölkerung auf. Und die Leute, die 3-mal geimpft sind zum Beispiel und sich noch nicht angesteckt haben, die haben eben schon auch einen gewissen Schutz in diesem Nasenrachenraum. Aber weil der so individuell ist, kann man weder garantieren, dass alle den gleichermaßen haben, noch dass sie den gleichen Zeitraum diese mukosale Immunschutzfunktion haben. Und daher ist es schwer, Zahlen zu nennen. Diese 3 Monate sind eigentlich nicht so sehr immunologisch bedingt, sondern waren eigentlich eher so ein bisschen, wie soll man sagen, fast schon gesundheitspolitisch, epidemiologisch gewählt. Aber an sich gibt es eben Leute, die sehr viel länger einen guten Schutz haben, auch vor Ansteckung. Und es gibt Leute, bei denen der relativ schnell wieder weg ist. Dadurch, dass das individuell gesteuert wird und wir das nicht so gut beeinflussen können, kann man nicht nur wirkliche Angabe machen, wie viele Monate das anhält, weil es eben nicht für jeden gleichermaßen gilt. Aber diese 3 Monate sind schon sehr kurz. Gerade bei denen, die sich angesteckt haben, weiß man, dass es schon deutlich länger anhält. Und das Ziel ist ja eigentlich dieses. Wir werden dieses Virus ja nicht mehr aus der Bevölkerung rauskriegen. Es ist aber dann nicht mehr schädlich, in Anführungszeichen, wenn die immungesunden Menschen und die Risikogruppen so gut geschützt sind, dass es keinen Schaden mehr anrichten kann, also keinen schweren Verlauf mehr verursacht. Dann muss man auch sozusagen nicht mehr sich wirklich darum Gedanken machen, dass Menschen schwere Erkrankungen bekommen können. Und dazu brauchen wir einen stetig ansteigenden kollektiven Immunschutz. Und dazu tragen eben verschiedene Aspekte bei. Und durchaus ist es dann noch möglich zu sagen, wenn wir dann doch ein paar Maßnahmen haben, wie Abstand und Masken zum Beispiel, um zu verhindern, dass das Virus sich rein physisch sozusagen von einem zum nächsten überträgt und man die Maske davor hat, dann hat man auch nochmal einen Mehrwert in dieser Frage, wie gehen wir in den Herbst, Winter rein. Aber genauer kann man es eben leider sehr schlecht beziffern und schon gar nicht in Angaben von Monaten oder eben größeren Abständen.
Das ist klar, weil dies kam auch gerade nochmal die Nachfrage, weil die hatte sich jetzt eigentlich geklärt nach dem Motto, also selbst im Best-Case-Szenario kann man jetzt nicht sagen, nach 3 Monaten ist der Schutz vor Infektion oder vor Ansteckung wieder weg. Also das ist schwierig auszumachen, alles klar. Herr Merpohl, wir haben vielleicht noch eine Frage an Sie, die auch gerne natürlich an Herrn Bogdan spielt. Und zwar die Frage war nochmal, welche Daten müssen wir denn letztlich oder im besten Fall haben, um wie zum Beispiel in den USA einen zweiten angepassten Booster für alle ab 12 zu empfehlen? Ja, ich will mal so sagen, natürlich, wenn wir eine absolute Sicherheit haben wollen, brauchen wir große multizentrische Studien mit den entsprechenden Impfstoffen in der entsprechenden Zielpopulation, sprich in diesem Fall den Kindern. Das wäre das Idealszenario. Das werden wir aber wahrscheinlich in dieser Form nicht mehr sehen. Das heißt, wir müssen auch weiterhin damit rechnen, dass wir mit Analogieschlüssen und Übertragung von Ergebnissen bezüglich anderer Varianten oder anderer Gruppen oder anderer Dosierungen arbeiten müssen. Und ich denke, daran werden wir nicht vorbeikommen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir insbesondere für Populationen, in denen auch das Nutzen-Schaden-Verhältnis potenziell anders, wie Herr Bogdan und Frau Falk schon angesprochen hatten, das Risiko für die Kinder insbesondere schwer zu erkranken oder gar zu versterben, ist ja sehr gering und verändert sich auch mit den bisherigen Varianten und vermutlich möglicherweise auch mit zukünftigen Varianten. Und insofern glaube ich, ist es da besonders wichtig, dass man dann nicht von einer, sag mal, self-fulfilling prophecy ausgeht und sagt, okay, wir müssen dann auch hier weiter regelmäßig impfen, wenn im Prinzip kein Krankheits- und Leidensdruck mehr besteht. Vielen Dank. Okay, eine Nachfrage vielleicht schon direkt dazu. Jetzt haben wir über diese Datenlage per se gesprochen. Die Frage ist natürlich dann immer bei dünner Datenlage, wie wahrscheinlich ist es, dass wir vielleicht schwerwiegendere Impfnebenwirkungen oder Nebenwirkungen nochmal kriegen werden, die man immer jetzt noch gar nicht sehen kann, weil die Datenlagen eben so dünn ist. Da vielleicht dann direkt die Frage, kann man sowas in irgendeiner Form befürchten, weil die Datenlage eben gerade nicht so dünn ist? Oder sagt man, wir haben jetzt schon so viele Leute geimpft, eigentlich sehen wir schon, da ist nicht mehr viel, was als Nebenwirkung stark kommen kann? Ich glaube, hier zwei Überlegungen von meiner Seite. Zum einen muss man ganz klar sagen, anhand dieser im Moment sehr spärlichen Daten mit den neuen Impfstoffen, ein paar hundert Probanden mit den BA1-Impfstoffen oder die Mausversuche, die wir schon angesprochen haben mit BA4-5, können wir da letztendlich keine direkten Aussagen drüber treffen. Ja. Und insofern bleibt die Frage, und da mag sich Herr Bogdan vielleicht oder Frau Falk dann noch mal dazu äußern, ob es immunologisch, biologisch plausibel, / vorstellbar ist, dass durch diese Modifikationen der adaptierten Impfstoffe neue, andere schwere Ereignisse auftreten, ist sozusagen die zweite Frage, die aber mit einem anderen Blickwinkel zu beantworten wäre. Insofern würde ich weitergeben an Herrn Bogdan oder Frau Falk. Ja, vielleicht kurz zu dem Punkt. Ich meine, das kommt natürlich immer wieder auf und das, wir haben vorhin über Influenza gesprochen. Auch bei Influenza ist das immer wieder ein Thema, ob jetzt durch einen neuen Impfstoff gegebenenfalls zum Beispiel eine höhere Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Autoimmunreaktionen zustande kommen kann. Ich habe in vielen Interviews gesagt, es gibt bei jeder Immunantwort und das gilt natürlich auch für Impfstoffe immer ein Risiko, bezogen jetzt auf das einzelne Individuum, ein extrem geringes Risiko, dass auch mal eine Immunantwort, die gegen diesen Fremdstoff, gegen dieses Virus oder in dem Fall gegen eben das Stachelprotein von SARS-CoV-2 gerichtet ist, dass die auch mal gegen eine körpereigene Struktur gerichtet sein kann. Das können wir nie formal ausschließen, ja? Denn das liegt einfach an dem Wesen unseres Immunsystems. Wodurch kommt eine Selbstreaktion zustande? Die kommt dadurch zustande, dass es Zellen geschafft haben, bei der Entwicklung des Immunsystems quasi zu überleben in unserem Körper, obwohl sie eigentlich die falsche Ausstattung haben. Das heißt also potenziell gegen selbst gerichtet sind. Ja. Und wenn jetzt dann eine Infektion eintritt, dann besteht die Gefahr, dass solche Zellen zum Beispiel aktiviert werden, so quasi im Nebenschluss und dann gegebenenfalls eine Autoimmunreaktion stattfindet. Ja. Sowas ist bei einer Infektion wesentlich wahrscheinlicher als bei einer Impfung, weil wir bei einer Infektion natürlich mit ganz anderen Antigenmengen konfrontiert werden und dementsprechend natürlich so eine Immunreaktion dann gegebenenfalls eine vorbestehende Selbstreaktion quasi verstärken kann. Das ist insgesamt auch bei der Infektion eine Rarität oder ein sehr seltenes Ereignis und bei der Impfung noch viel mehr. Sowas kann niemand zu 100,0% ausschließen. Und das müssen wir einfach akzeptieren. Und da drin sehe ich jetzt aber auch kein Riesendrama,
Denn wenn man sich jetzt einfach mal vor Augen hält, von welcher Größenordnung wir da reden, ja, wir reden da in der Größenordnung für diese Impfstoffe, wo das bisher untersucht wurde, vielleicht von 1 in 500.000, 1 in 1 Million, 1 in 2 Millionen, da gibt es ganz unterschiedliche Befunde. Und insofern ist es ein bisschen müßig, über diese Möglichkeit sich jetzt extrem den Kopf zu zerbrechen. Wenn wir das tun würden und das als Handlungsmaxime wählen würden, dann dürften wir nie jemanden impfen. Ja? Also das ist ja völlig irreal und entbehrt wirklich jeder wissenschaftlichen Gesamtgrundlage, worum es eigentlich bei der Impfung geht. Ich würde gerne nochmal auf zwei andere Punkte eingehen, die da jetzt im Chat aufgepoppt sind. Wo es um die Frage mit der Altersgrenze nochmal ging und auch die Frage, für wen jetzt eigentlich diese Impfungen sind. Also um es nochmal ganz klar zu formulieren, ein immungesunder, junger Mensch oder Mensch jetzt unter 60, der dreimal geimpft worden ist, der braucht jetzt erstmal keine vierte Impfung. Daran ändert sich auch nichts durch die Zulassung und durch die Empfehlung der adaptierten Impfstoffe. Unser Immunsystem funktioniert deswegen so, wie es soll, also im Sinne der quasi Schutzvermittlung durch eine Impfung, weil wir auch Gedächtniszellen dadurch auslösen und vermehren. Und diese Gedächtniszellen sind die Zellen, die am Ende dann dafür sorgen, dass jemand auch bei einer Grippe oder in dem Fall eben nach einer SARS-CoV-2-Infektion vielleicht mal 2-3 Tage sogar Fieber hat, ja, und sich auch mal richtig schlecht fühlt, aber am Ende dann mit dieser Infektion sehr gut zurechtkommt. Ja. Das würden wir jetzt nicht als schwere Infektion bezeichnen. Und die Idee, die jetzt in der Öffentlichkeit bedauerlicherweise auch durch ungünstige politische Äußerungen getriggert worden ist, ist so die Idee, ja, wir können jetzt quasi durch Impfung alles verhindern, auch eben diese harmloseren Infektionen. Und am besten ist es noch, wir lassen uns alle 3 Monate impfen, was also völlig wirklich nicht in die Zielsetzung von der STIKO ist. Also bitte nicht. Ja. Also das ist nicht das, worum es hier geht. Ja. Wir wollen mit der Impfung nicht harmlose Infektionen verhindern. Das ist irreal und das werden wir auch nie ohne weiteres schaffen. Ja. Natürlich hat jeder irgendwie den Traum, einen Erreger zu eliminieren. Aber dazu ist SARS-CoV-2 das komplett falsche Virus. Zum einen, weil es variabel ist, zum anderen, weil es tierische Reservoire gibt. Dieses Virus werden wir nicht vom Erdboden verschwinden lassen können, sondern wir werden mit dem genauso uns arrangieren, auf kurz oder lang, wie mit allen anderen sogenannten Erkältungsviren auch. Ja. Und das muss man einfach mal akzeptieren. Also bitte jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt mit adaptierten Impfstoffen jeden zu impfen, egal ob eine Indikation besteht oder nicht, mit der irrealen Hoffnung, auf die Art und Weise quasi jetzt das Virus aus Deutschland zu eliminieren. Das wird nicht funktionieren. Dann kam nochmal die Frage, ich gehe es jetzt gleich mal selbst durch. Ich hätte sie sonst auch kurz noch gestellt. Also ja, im Hinblick jetzt auf erste und zweite Booster-Impfung. Ja. Genau, das wäre mir nochmal ganz wichtig, finde ich. Ja. Also am Ende geht es um folgende Situation. Hat jemand eine Indikation, eine Impfung zu bekommen? Das ist die erste Frage, die man stellen muss. Wenn also jetzt jemand zum Beispiel bisher nur 2-mal geimpft wurde und es aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er in der Höhle gelebt, es geschafft hat, weder mit einer dritten Impfung in Kontakt zu kommen, noch mit dem Virus, dann wäre jetzt hier es in der Tat an der Zeit, diese Person wirklich zu boostern. So, das heißt, also da würde ich bei der ersten Boosterimpfung dann auch den adaptierten Impfstoff einsetzen. Warum sollte ich das nicht tun? Dann vielleicht noch ganz kurz direkt zwischengerät, BA1 oder BA45, oder ist es dann egal? Also da haben wir uns ja auch sehr klar geäußert. Da machen wir jetzt aus 2 Gründen keinen Unterschied. Zum einen, weil der BA1-adaptierte Impfstoff auch eine verbesserte Antikörperantwort gegen BA45 auslöst im Vergleich zu dem Wildvirusstamm. Und zum Zweiten geht es ja auch um die Frage der Verfügbarkeit dieser Impfstoffe. Und wir sagen immer von Seiten der STIKO, wenn jemand möglicherweise schon seit Wochen oder Monaten die dringliche Indikation hat, eine Impfung zu bekommen, dann sollte er die wirklich bekommen und nicht irgendwie auf einen weiteren Impfstoff warten. Das Spiel könnten wir ja unendlich weitertreiben. Ja, jetzt lassen Sie uns einfach mal annehmen, es gibt irgendwie nochmal eine neue Variante, dann gibt es wieder einen adaptierten Impfstoff und dann geht da quasi so dieser Gedankengang los, immer auf den vermeintlich besten Impfstoff warten zu wollen. Und man läuft aber Gefahr, dass man in der Zeit dann tatsächlich schlecht geschützt ist, auch gegebenenfalls vor einer schweren Infektion, wenn man eben überhaupt noch nicht genügend Impfungen hat. Ja. Und da wäre es natürlich fatal, diesen Gedankengang zu pflegen. Also es geht uns darum, nochmal, wir müssen die Leute so immunisieren, dass sie nicht mehr schwer erkranken können. Ja. Und dazu ist jeder der vorhandenen Impfstoffe gut
Und was BA1 und BA45 anbetrifft, haben wir im Moment die Situation, dass BA1 wurde jetzt nach meiner Kenntnis ja bereits bestellt, und also nicht nur bestellt von der Bundesregierung, sondern auch ausgeliefert jetzt an die Länder. Die Arztpraxen haben da jetzt auch schon ihre Impfstoffe bestellen können. Und bei BA45 wird es sicherlich auch in Kürze passieren, aber es gibt jetzt keine Indikation, speziell auf diesen Impfstoff zu warten. Ja? Also die kann man beide benutzen, und wichtig ist einfach, dass man rechtzeitig die Entscheidung überhaupt trifft, sich impfen zu lassen. Und für diejenigen, die jetzt eine dringliche Indikation haben, die sollen sich jetzt einfach impfen lassen. Ja? So, und der letzte Punkt nochmal zu der zweiten, das ist der ersten Impfung. Wenn jetzt jemand eine Indikation hat für eine zweite Booster-Impfung, und wohlgemerkt, an den Indikationsstellungen für die erste und zweite Boosterimpfung hat sich nichts geändert. Ja, das ist alles ident. Dann würde ich genauso verfahren, wie jetzt gerade geschildert für die erste Boosterimpfung. Wenn eine Indikation besteht, dann kann man den adaptierten Impfstoff benutzen. Wo ich vielleicht zurückhaltend wäre, aber das ist jetzt wirklich eine Spezialkonstellation, ja, wenn jetzt jemand eine Grundimmunisierung hatte, dann eine Omikron-Infektion, und jetzt sind 6 Monate seit der Omikron-Infektion vorbei, dann kann man sich jetzt überlegen, ja, nimmt man jetzt diesen BA1-adaptierten Impfstoff oder nimmt man den Wildvirus-Impfstoff, das sind jetzt aber Spezialkonstellationen, aber auch da wäre grundsätzlich beides möglich. Ja. Also das vielleicht zu den Punkten, die gefragt worden sind. Ich hätte vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu einer Frage, und zwar die neuen Varianten, die zwar jetzt noch nicht in Deutschland, aber doch in anderen Bereichen der Welt wieder auftauchen. Was da ganz interessant ist, ist bei den Varianten, die es jetzt gibt. Ich habe heute noch mal bei der Europäischen Datenbank auf der European Center of Disease Control Webseite nachgeguckt. Diese ganzen Veränderungen, wo sich das Virus im Spike noch mal optimiert, damit es quasi noch besser auf den ACE2-Rezeptor passt, finden in der ersten Hälfte dieser 1273 Aminosäuren, also Perlen, statt sozusagen. Das heißt, da sitzt sozusagen das Verbesserungspotenzial für das Virus. Der hintere Teil, da sind ganze 6 Mutationen bekannt in diesen letzten 600 Aminosäuren. Das bedeutet, dass dieser ganze untere Teil sozusagen nach wie vor sehr, sehr ähnlich, wenn nicht fast identisch ist zu dem Ursprungsvirus. Und gegen diesen Bereich machen wir auch sehr viele Antikörper. Die können zwar nicht neutralisieren, weil die sitzen quasi am falschen Ende von diesem großen Spike, aber sie können trotzdem helfen, das Immunsystem zu aktivieren gegen das Virus. Und deswegen sind diese Antikörper und die ganze Immunantwort gegen diese konservierten Bereiche, die sich nicht verändern, besonders wichtig. Und die Varianten, die bis jetzt bekannt sind, auch wenn sie selten auftreten, haben die Mutationen alle in diesem vorderen Bereich, weil da das sozusagen für das Virus Sinn macht in der Optimierung, wie es in die Zelle reinkommt. Und wir bauen sozusagen auch, was Christian Bogdan gerade gesagt hat, die Verhinderung schwerer Fälle baut halt auch sehr auf dieser Immunität gegen diesen zweiten Bereich auf, der bis jetzt ja zum Glück, möge es bitte so bleiben, sehr konstant geblieben ist. Und das sollte man immer bei dieser Frage, und was ist mit den neuen Varianten, immer als erstes gucken, wo sitzen denn da die Veränderungen? Und solange die da vorne sind, sind wir auf einer relativ sicheren Seite, soweit wir das aus der Erfahrung heute sagen können. Deswegen würde man die Fragen nach neuen Varianten immer mit der Frage beantworten, wo sitzen da die Veränderung? Und solange sie da bleibt, wo sie bis jetzt verortet ist, ist es eigentlich relativ gut davon auszugehen, aus immunologischer Erklärung sozusagen, dass uns dieser zweite Bereich extrem hilft, auch eine langfristige Gedächtnisimmunantwort zu haben, auf die wir uns auch länger verlassen können. Das heißt, und vielleicht ganz konkret jetzt nochmal gefragt, also das heißt, von der Variante BA275 gehen wir jetzt nicht davon aus, dass sie uns besonderes Ärgernis verschafft. Nee, weil die hat diese Veränderungen auch da vorne. Da sind alle im Bereich unter der Aminosäure 600. Das heißt, das ist wieder dieser Vorderbereich. Der hintere Bereich ist nicht betroffen, sodass unser Immunschutz auch dagegen hilft. Der Escape ist ja nur der im Nasenrachenraum dieser Variante erlaubt, doch noch anzustecken zu sein, obwohl man geimpft ist oder vielleicht sogar schon mal sich angesteckt hat. Das ist dieser Teil-Escape. Der betrifft immer nur diese mukosale Immunität. Aber der Rest, unsere systemische Immunität, die steht ja wie eine 1 sozusagen, wenn man dreimal geimpft ist oder sich auch dann nochmal angesteckt hat. Okay, vielen Dank. Vielleicht nochmal ein Punkt, weil das hatte ich jetzt vorhin noch vergessen, es kam hier auch nochmal auf, was tut man jetzt mit älteren Bürgern über 70, die bereits 4-mal geimpft worden sind?
Und auch da hat sich ja die STIKO dazu geäußert. Grundsätzlich gilt jetzt jeder, der quasi viermal geimpft ist oder vier immunologische Ereignisse durchgemacht hat, also auch drei Impfungen, eine Infektion, das wurde auch gefragt, der gilt erstmal jetzt als vollkommen geschützt. Es gibt zwei Einschränkungen. Die eine Einschränkung wären jetzt Menschen mit immunsuppressiver Therapie oder nachgewiesener Immundefizienz durch bestimmte Defekte oder Erkrankungen. Und das Zweite, wo man natürlich jetzt auch sich immer Gedanken machen kann und muss, sind die hochbetagten Menschen. Also es ist immunologisch sonnenklar, dass unser Immunsystem und jeder, der alte Menschen in der Familie hat, der hat es zum Teil auch erleben können, zum Teil aber auch das Gegenteil, dass eben hochbetagte Menschen eine sogenannte Immunalterung durchmachen. Das heißt also, das Immunsystem ist eben nicht mehr ganz so dynamisch und flexibel, wie das vielleicht bei einem Säugling, Kleinkind, jungen Menschen ist. Und bei hochbetagten Menschen, die vielleicht auch dann noch die ein oder andere Grunderkrankung mit dabei haben, also jetzt nicht im Bereich des Immunsystems, sondern vielleicht im Bereich des Herz-Kreislaufs oder der Atemwegsinfektionen, da hat die STIKO ja eine Öffnungsklausel drin, dass man solchen Menschen natürlich auch eine fünfte Impfung angedeihen lassen kann. Aber für jemanden, der jetzt immunologisch gesund ist, keine Grunderkrankung, keine Immundefekte aufweist, ist es so, unter 60 drei Impfungen, über 60 vier Impfungen oder eben entsprechende immunologische Ereignisse. Es kam auch noch die Frage, ob die Infektion wie eine Impfung zu bewerten ist. Da gibt es, um es jetzt ganz einfach zu formulieren, von der STIKO die Aussage ja. Sie können natürlich jetzt ins Detail gehen und verschiedene Dinge dann durchspielen, wie zum Beispiel, wie sieht es aus mit asymptomatischen Infektionen? Da sage ich dann immer, wenn jemand es schafft, quasi nach Infektion asymptomatisch zu bleiben, spricht das erstmal für die Qualität seines Immunsystems, entweder der angeborenen Abwehr, die schon auf der Ebene quasi das Virus wegputzt. Ja, denn auch die haben wir noch, die wird immer gerne vergessen und die spielt wahrscheinlich bei den Kindern die allergrößte Rolle, warum die so gut mit diesem Virus zurechtkommen. Und was ist vielleicht auch noch wichtig ist, als immunologischer Gedanke in dem ganzen Kontext, die Funktionalität unseres Immunsystems im Hinblick auf die Gedächtnisleistung, ja, die bleibt uns grundsätzlich lebenslang erhalten. Ja, das sollte man hier auch nochmal betonen. Wir wissen das auch von der Influenza. Jemand, der zum Beispiel eine Influenza-Infektion als Kind durchgemacht hat, steht statistisch immer besser da als jemand, der nie eine Influenza-Infektion durchgemacht hat, wenn er denn später dann an Influenza erkrankt. Ja. Das heißt, eine durchgemachte Infektion ist in der Tat kein Drama. Jedenfalls nicht, wenn man einen Basisimmunschutz besitzt und sich dadurch eben vor der schweren Infektion schützt. Alles klar, vielen Dank dafür. Wir haben noch einige Fragen und die Zeit drängt natürlich, deswegen würde ich noch ein paar auf jeden Fall hier durchhecheln. Ich hoffe, das klappt alles noch. Und zwar eine Frage war nochmal explizit, wenn Sie den zweiten Booster für unter 60-Jährige nicht empfehlen, das war so ein bisschen die Frage auch, die ich an Frau Falk eben gestellt habe, impfen sich dann überhaupt genug, um die Inzidenzen niedrig zu halten? Weil Inzidenzen resultiert immer mit Infektionen und jetzt genau nochmal. Ja, also ich meine, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwie dieses Zahlenspiel der Inzidenzen weiter betreiben und irgendwie Inzidenzen reduzieren wollen. Nochmal, wir werden mit diesem Virus leben und wir werden immer wieder mit diesem Virus dann harmlose Infektionen durchmachen. Das wird so sein. Und es ist nicht das Ziel, jedenfalls nicht mit den momentan verfügbaren Impfstoffen ein erreichbares Ziel, diese Art von Auseinandersetzung mit SARS-CoV-2 zu verhindern. Ja? Also das müssen wir jetzt einfach mal klipp und klar sagen. Und insofern ist es auch nicht besonders sinnvoll, jetzt quasi weiterhin, ich denke jetzt einfach mal in die Zukunft, ja, weiterhin SARS-CoV-2 als eines der Atemwegserreger selektiv einer permanenten Diagnostik zuzuführen. Auch das wird natürlich irgendwann nicht mehr der Fall sein. Ja? Warum soll ich einen harmlosen Schnupfen, in der Form kann sich SARS-CoV-2 auch manifestieren, diagnostisch begleiten? Das wird nicht mehr notwendig sein. Ja? Wir haben jetzt eine Situation erreicht, wo, denke ich, eine sehr gute Basisimmunität in der Bevölkerung existiert. Und in der Hinsicht ist auch die Aussage vom US-Präsidenten zu verstehen. Natürlich ist er jetzt auch nicht auf dem Mond lebend, ja, und weiß natürlich, dass das Virus nicht eliminierbar ist.
Aber wenn er sagt, die Pandemie ist vorbei, dann meint er damit jetzt zumindest mal, sind wir jetzt so aufgestellt, dass wir nicht nochmal in die gleiche Situation hineinlaufen, wie wir es eben zweimal hatten in den vergangenen Wintern. Es sei denn, das kann man natürlich nie ausschließen, es würde jetzt eine komplett Immunevasionsmutante auftauchen, was aber basierend auf dem, was auch Christine Falk vorher vollkommen richtig gesagt hat, erstmal unwahrscheinlich ist im Hinblick auf die Frage eben, wo bisher Mutationen aufgetreten sind. Ja. Vielleicht kann man auch sagen, dass es ja nicht heißt, dass sozusagen, wenn die Empfehlung bei über 60 beginnt, dass es dann unter 60 nicht empfohlen ist, sondern es ist natürlich so, dass wenn man das möchte, weil man zum Beispiel ein hohes Expositionsrisiko hat oder andere Grunderkrankungen, eine Rücksprache mit den Ärzten, das ja durchaus möglich ist. Also ja, es gibt ja kann man drei das Gruppen. Vielleicht nochmal, genau, wie es bei anderen Impfungen ja auch ist, dass sozusagen die Empfehlung ist sozusagen die Empfehlung für diese Gruppe, was aber nicht heißt, dass die anderen das nicht machen sollen, sondern dass das natürlich möglich ist, aber idealerweise dann schon auch in Rücksprache mit den Ärzten, das vielleicht noch als Ergänzung der Frage dazu. Alles klar, vielen Dank dafür. Herr Merpuhl, wir haben eben noch eine Frage bekommen bezüglich der Daten auch nochmal, und zwar, es gibt ja auch andere Länder außerhalb von Deutschland natürlich, die die Impfempfehlung jetzt etwas anders ausgesprochen haben und gesagt haben, die Booster können ruhig für die ab 12-Jährigen einfach benutzt werden. Ich glaube, Österreich hat es jetzt so ähnlich zumindest auch schon gemacht. Die haben ja keine anderen Daten, aber trotzdem entscheiden die Länder jetzt letzten Endes so. Können Sie da vielleicht kurz einen Einblick geben, wie da vielleicht Entscheidungsprozesse anders verlaufen oder die Evidenz anders gewichtet wird? Oder? Ja, also ich kann zumindest versuchen, das zu kommentieren. Vielleicht hat Frau Falk oder Herr Bock dann in die Entscheidungsprozesse in den entsprechenden Ländern mehr Einblick als ich. Die Daten sind die gleichen, das haben Sie schon gesagt. Das ist nicht so, dass die über ganz andere, grundsätzlich andere Daten verfügen. Was man sich einmal klar machen muss, dass es im Prinzip ja zwei unterschiedliche Prozesse sind, die zu einer Empfehlung führen. Das eine ist die Evidenz, die ist global, die haben wir alle zur Verfügung. Die müssen wir sichten und qualitätsbewerten, so wie wir das in der STIKO und in anderen Gremien auch machen. Und häufig findet da ja auch auf internationaler Ebene ein Austausch statt. Was das dann aber im Sinne einer Empfehlung in einem spezifischen Kontext, einem spezifischen Zeitpunkt bedeutet, kann eben variieren und hängt davon ab, wie die Daten dann dort diskutiert werden und welche Schwerpunkte auch und welche Ziele mit einer entsprechenden Empfehlung verfolgt werden. Ich habe schon gesagt, wie das im Einzelnen jetzt in Österreich diskutiert wurde, fehlt mir der Einblick. Ich weiß nicht, ob Frau Falk oder Herr Bock dann da noch ergänzen möchten. Also nochmal zu dem Punkt, weil das steht jetzt hier auch ein bisschen falsch von der Frau Sieb. Also es ist ja so, wir empfehlen ja eine Auffrischungsimpfung ab dem 12. Lebensjahr. Ja? Also auch an der Empfehlung hat sich ja nichts geändert. Das heißt also, wenn da eine Auffrischungsimpfung quasi im Raum steht aufgrund der abgelaufenen Zeit, dann gilt da jetzt genau das Gleiche, was ich vorher auch gesagt habe. Dann kann man den adaptierten Impfstoff benutzen. Ja? Und insofern unterscheiden wir uns da jetzt nicht von anderen Ländern, was diesen Punkt anbelangt. Okay, alles klar, vielen Dank. Eine Frage vielleicht noch, die ganz kurz zu Long-Covid kam, die ich einmal kurz vielleicht noch aufgreifen würde. Ja, ich habe sie gerade gesehen, ja. Ja, so, dann dürfen Sie, wenn Sie sie gelesen haben, dürfen Sie direkt antworten. Oder also, wir haben uns mehrfach zu Long-Covid auch geäußert. Und natürlich, wenn wir schwere Infektionen verhindern wollen, dann gehört dazu jetzt nicht nur die Infektion in der akuten Phase, sondern gegebenenfalls eben auch eine Long-Covid-Situation. Das ist Teil von dem gesamten Impfziel. Was im Moment so ein bisschen durch die Bevölkerung geht und dafür ist die Evidenzlage jetzt wirklich auch begrenzt, ja, ist die Frage, ob jetzt ganz harmlose Infektionen auch zu Long-Covid führen können. Also da muss man jetzt eines mal ganz klar sagen. Long-Covid ist für mich als Wissenschaftler einfach schlecht definiert nach wie vor. Und es gibt verschiedene Untersuchungen jetzt auch zu der Frage, was quasi von den Betroffenen als Long-Covid definiert wird. Und in der jüngeren Untersuchung, die jetzt gerade auch vom Deutschen Ärzteblatt kommentiert wurde, da geht es auch natürlich um die Frage, ist bereits Long-Covid vorliegend, wenn ich persönlich jetzt als Individuum das Gefühl habe, ich fühle mich jetzt irgendwie seit der Infektion nicht mehr so ganz so gut wie vorher. Und da muss man jetzt schon mal betonen, wir brauchen für Long-Covid schon auch messbare Parameter. Und Fatigue ist ein wichtiges subjektives Symptom. Das darf man auch alles andere als kleinreden. Aber um eine exakte Definition von einer Krankheit zu haben, brauchen wir auch objektivierbare Parameter. Und die Psyche spielt sicherlich auch eine große Rolle. Und ich meine, wenn jetzt jemand 3 Monate zum Beispiel Reizhusten hat nach SARS-CoV-2,
dann würde ich ihm jetzt als erstes sagen, bitte keine Aufregung, das hat man auch nach anderen Viren, das hat jeder von uns schon durchgemacht, ich auch, ja, mehrfach, und haben mir dann deswegen keine Long-Virus-Diagnose gestellt, ja, sondern da geht es auch ein bisschen um epitheliale Reparatur, also Reparatur von unseren Atemwegsgeweben. Und das kann halt sich auch mal ein bisschen hinziehen. Und die anderen wirklich gravierenden Effekte, die auch nach anderen Virusinfektionen auftreten können, die müssen wir nicht nur scharf definieren, sondern die müssen wir auch sehr, sehr ernst nehmen. Wir haben da natürlich jetzt im Moment wesentlich mehr davon gehört als bei anderen Virusinfektionen aufgrund der hohen Rate an Infektionen. Das ist ja vollkommen klar. Wenn jetzt in Deutschland, ja, jetzt in den letzten, allein letzten 9 Monaten 26 Millionen Menschen eine Infektion registriert bekommen mit SARS-CoV-2, dann haben sie auch bei einer Inzidenz, bei einer Rate vielleicht nur 1 in 100.000, ja, haben sie hier plötzlich, 260 Menschen, ja, die an Long-Covid vielleicht erkranken. Ja. Das ist, das selbst bei einer geringen Inzidenz haben sie plötzlich eine gehörige Anzahl von Menschen, die das betrifft. Und das ist der große Unterschied, dass wir eben in kurzer Zeit viele Infektionen hatten und dementsprechend natürlich auch solche schweren Verläufe oder langfristigen Verläufe auftreten können. Ja. Vielleicht ganz noch kurz noch zur Ergänzung. Es ist ja schon so, dass Long-Covid zuerst beobachtet wurde, als es noch keine Impfung gab und es da auch Daten gibt von den Krankenkassen für Arbeitsunfähigkeit und das ist tatsächlich dann so ungefähr unter 10%, wenn ich das richtig im Kopf habe, von denen, die sozusagen sich gemeldet haben als arbeitsunfähig nach einer Covid-Erkrankung, dann auch länger anhaltende Fälle waren, die also deutlich über diese 6 Monate sogar hinausgegangen sind. Da gibt es jetzt inzwischen Krankenkassendaten, das war aber die Phase, bevor es die Impfung gab. Absolut. Und jetzt gibt es verschiedene Studien, wo nicht so ganz deutlich herauszulesen ist, wie groß der Impfeffekt ist. Wenn man da die 50%, die publiziert sind, aus anderen Ländern nimmt, erscheint es relativ wenig. Aber das ist genau die Unschärfe in der Diagnose von Long-Covid, die Christian Bock dann angesprochen hat. Also die Ambulanzen, die es hier gibt, versuchen schon, das sehr gut zu definieren, ob es eher die Lunge und den Herzkreislauf als sozusagen das primäre Zielorgan der Infektion betrifft oder eben dann diese Fatigue-Symptomatik, die man eben auch nicht unterschätzen darf. Aber es sind deutlich weniger Fälle zum Glück, als es vor der Impfung der Fall war. Das kann man vielleicht so grob auf jeden Fall festhalten. Und in der Omikron-Phase auch noch mal weniger. Das sagen zumindest die Krankenkassendaten. Gleichwohl gibt es Menschen, um die man sich kümmern muss. Und das herauszuarbeiten, wer das genau ist, ist schon eine Überlegung, die man immer anstellen sollte, damit man die Leute da nicht alleine lässt. Aber das ist zum Glück eben ein kleinerer Prozentsatz. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was man immer im Hinterkopf hat, haben sollte, dass man eigentlich dann, wenn man sich gar nicht ansteckt, dann eben auch wirklich ein geringeres Risiko hat und die Impfung bringt auf jeden Fall auch was an der Stelle. Vielleicht kann man so noch mal kurz zusammenfassen. Danke. Ja, vielen Dank dafür, Frau Falk. Mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt leider schon ein bisschen überzogen, deswegen würde ich aber gerne noch vielleicht eine kleine Abschlussfrage stellen, weil die Fragen noch mal immer jetzt wieder kamen. Ich glaube, die Kollegen haben noch nicht so ganz durchdrungen, was der Entwurf jetzt letztlich von der STIKO ist, deswegen vielleicht einmal nur noch zur Sicherheit. Möchte ich vielleicht kurz Herrn Lauterbach tatsächlich doch einmal zitieren, auch wenn er ja heute eigentlich nicht viel zu suchen hat. Und zwar, es war so ein bisschen eine Anschuldigung oder eine Beschuldigung von Herrn Lauterbach, ist ja gerne an die STIKO, sie möchten immer schneller machen und keine Frage und sowas. Da wollen wir gar nicht drüber reden, aber er sagt immer, man brauche für jedes Alter eine Botschaft und was die Impfempfehlungen anbelangt. Und das würde ich mir jetzt gerne einmal kurz zu eigen machen, Herr Bogdan oder auch Herr Merpohl, dass Sie vielleicht einmal noch mal ganz kurz wirklich Bezug nehmen auf den Entwurf dieser Impfempfehlung, noch einmal ganz kurz sagen, Alter 0 bis 12, 12 bis 60, ab 60, Booster ja oder nein? Also wie mehrfach gesagt, hat sich an der grundlegenden Impfempfehlung der STIKO durch die Verfügbarkeit der adaptierten Impfstoffe nichts geändert. Das heißt, wir haben eine Booster-Impfempfehlung für alle ab 12 Jahren, die hatten wir schon vorher. Für die Kinder von 5 bis 11 Jahren gibt es bisher keine Booster-Empfehlung. Für die Kinder von 0 bis 5 gibt es überhaupt keine Deutschland zugelassene Impfung. Ja, so. Und von daher gesehen, keine Veränderung gegenüber dem, was vorher ist. Wir haben jetzt zwei Impfstoffe oder drei Impfstoffe, die adaptiert sind, die man mit gutem Gewissen, denke ich, einsetzen kann, die uns eine Verbreiterung der Immunantwort erlauben, die gleichzeitig aber auch unverändert noch eine Immunantwort gegenüber dem Wildstamm auslösen, der ja wiederum auch sehr klar geeignet ist, eben gegen andere Varianten, die wir schon in Deutschland hatten, entsprechend Schutz auszulösen. Ja, also wenn man mit Wuhan impft, kriegt man trotzdem Schutz zum Beispiel gegen Delta. Ja, also insofern ist das die gute Nachricht. Und für alle, die bisher eine Indikation hatten oder haben für eine Boosterimpfung, kann man jetzt diese adaptierten Impfstoffe entsprechend einsetzen. Vorzugsweise, wie das die STIKO auch formuliert hat, sollte man das tun.
Und wenn keine Indikation für eine Impfung besteht, dann besteht ja auch keine Indikation für einen adaptierten Impfstoff. Alles klar. Vielen Dank. Also wichtig ist, dass alle, die nicht geimpft sind, ja, das sollte man jetzt auch nochmal sagen, die sollten es jetzt wirklich tun. Ja. Denn das Argument, was da am Anfang kam, ja, wir warten jetzt erstmal ab, wie sich das alles so entwickelt und verhält und wie das so mit der Sicherheit ausschaut. Also mittlerweile sind weltweit, ich habe jetzt heute mal die aktuelle Zahl nachgeguckt, aber ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, wahrscheinlich 2 Milliarden Impfdosen, denke ich, verimpft worden. Und das ist, denke ich, jetzt genug, um auch als Individuum dann eine gute Entscheidung treffen zu können, sich impfen zu lassen. Alles klar. Dann vielen Dank an Sie drei und sorry für die Journalisten, dass wir leicht überzogen haben. Ich hoffe, es war trotzdem lehrreich. Ich fand schon. Und danke an Sie drei natürlich nochmal. Und wir freuen uns natürlich alle auf morgen, auf letztlich die Pressemitteilung, wenn sie dann draußen ist. Wir schicken das nochmal an die Journalisten rum, also nur zur Sicherheit. Dann kriegen sie den Sperrfristverfall explizit nochmal mitgeteilt. Ja, und vielen Dank an Sie drei und gerne bis zum nächsten Mal wieder. Ja, herzlichen Dank. Ja, wiederschauen. Herzlichen Dank. Tschüss. Ciao.